Kann mir bitte mal jemand sagen, wer festgelegt hat, dass bestimmte Duftnoten entweder Männern oder Frauen zugeordnet werden? Ich fand dieses Konzept schon immer komisch, deswegen zeige ich euch heute drei Herrendüfte, die ich als Frau super gerne trage. Der erste Duft ist für den Sommer und zwar ist das Perseus oder Perseus, wird er glaube ich ausgesprochen. Der ist von Parfum de Mali und das ist der neueste Duft der Marke. Er riecht einfach wie eine Bombe von saftigen Zitrusfrüchten. Man riecht vor allem Grapefruit, Bergamotte, aber auch grüne Mandarine. Also wirklich super frisch. Wenn ihr zum Beispiel Parfums liebt wie Deutsche und Gabbana Light Blue, dann müsst ihr diesen hier unbedingt ausprobieren. Der nächste Duft ist Leighton von derselben Marke und er gilt als der verführerischste Herrenduft überhaupt. Er riecht auf jeden Fall etwas mehr klassisch maskulin, super smooth, leicht süßlich, würzig. Ich trage diesen Duft am liebsten beim Ausgehen und er hält einfach die gesamte Nacht und den Tag danach und manchmal ist er sogar noch eine Woche danach auf meiner Kleidung. Und als letztes kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsduft. Oh mein Gott. Das ist einfach ein richtig rauchiger Vanilleduft und ich liebe, liebe, liebe ihn einfach für Herbst und Winter. Er riecht einfach super mysteriös, als würde man Vanille-Zimtplätzchen essen, während man eine Lederjacke trägt und eine Zigarette raucht. Wenn ihr By the Fireplace von Maison Margiela liebt, dann ist dieser Duft für euch. Verratet mir in den Kommentaren, welchen Duft ihr gerne tragt, der vielleicht eigentlich zu einem anderen Geschlecht zugeordnet ist.